Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute mal ein Unboxing in Sachen Kreativität, würde ich jetzt mal tippen. Hier habe ich mir bestellt Stifte, Filzstifte unter Anführungszeichen, aber mit denen, das sind wasserfeste Stifte, mit denen kann man quasi auf Steinen malen. Wir werden jetzt mal schauen, ob das Ganze auch funktioniert, beziehungsweise was genau in dem Inhalt drinnen sein sollen. Wird zur Verpackung noch einmal sehr bunt gehalten. Hier eben noch einmal auf Englisch, dass es eben wasserfest ist, dass eine gute Qualität ist und. Ja. Die Rückseite davon sieht so aus. Hier kann man quasi nur erkennen, und da man CE geprüft ist und somit ist es geeignet. Das habe ich mir quasi bestellt für meine Kinder, und zwar jetzt in der, sage ich jetzt einmal, Corona-Zeit. Ist man sehr viel unterwegs draußen, man kann nicht auf Spielplätze, und trotzdem sammeln die halt immer sehr viele Steine ein, finden schöne Steine etc. Und haben wir gedacht, jetzt da werden wir das Ganze erweitern und ein bisschen bemalen. Hier haben wir dann noch einmal die ganze Farbpalette, wie ihr sehen könnt. Angefangen von rosa, orange bis wirklich ziemlich viel. Ich schaue mal auf die Verpackung drauf, ob da jetzt drauf steht, ja, genau hier 16 Farben sollen es sein. Das finde ich schon mal toll. Und zwar, was ich so mega toll finde, ist nicht die Karte, sondern dass die nochmal separat verpackt sind, somit etwas mehr von Austrocknen geschützt. Wir werden uns jetzt hier nur mal irgendeine Farbe nehmen. Wir haben natürlich auch hier Schwarz dabei für die Umrandungen. Wir haben hier Gold dabei. Wir haben hier Blau dabei. Wir haben hier, ich würde sagen, Lila dabei. Wir haben hier Grün. Und zwar ein dunkles Grün. Ein helles Grün. Ich würde sagen, dass es so gräulich ist. Weiß natürlich, hellblau. Dann haben wir hier nochmal Orange, Rot. Da ist Rosa. Na, es ist sehr so Mischmaschfarbe, ja. Hier haben wir noch einmal mehr, also dunkelrosa, hellrosa, gelb und natürlich, ich glaube, das soll braun sein, ja. Kupferbraun, was auch immer, ja. Wir werden hier jetzt einfach mal klipp und klar, welche Farbe werden wir uns aussuchen. Wir werden uns jetzt einmal natürlich einmal die weiße aussuchen. Das sind natürlich wasserfeste Stifte mit einer Kugel drinnen, also immer schön am Schütteln. Werden wir gleich so runterreißen versuchen. Das ist natürlich der Vorführeffekt, weil das funktioniert nicht. Also werden wir das Ganze mal natürlich ganz normal auspacken. Bevor ich das mache, werden wir sich nochmal eine andere Farbe auch nehmen. Dann sehen wir das hier nochmal dann genauer, wenn wir das da dann vielleicht mal bei der Visitenkarte ausprobieren, die dann dabei war. Wie zufrieden sind sie, wie unzufrieden sind sie, das werden wir natürlich testen. Hier habe ich ja schon gesagt, einmal noch zulassen, ordentlich schütteln. So, jetzt werden wir das mal versuchen. Ein bisschen schütteln das Ganze. Und zwar schreiben wir hier jetzt einmal drauf. Ziemlich gut zum Erkennen würde ich jetzt mal so tippen. Dadurch, dass hier funktioniert, werden wir das jetzt bei dem Stein ausprobieren. Bin jetzt nicht allzu begabt, damit geht es einfach nur darum, ob es auch wirklich auf dem Stein ersichtlich ist. Also werden wir hier jetzt einmal. Das kann man so gut erkennen. Ja. Wir werden hier das nochmal ausprobieren, und zwar die Farbe Weiß auch wieder mal am Schütteln. Da muss man immer ein bisschen drücken, bis das Ganze runterkommt. Wie ihr sehen könnt, jetzt fängt das schon an. Also werden wir hier nochmal das Gesicht in Weiß machen.
Natürlich, die Zunge darf nicht fehlen. Ja, aber im Großen und Ganzen, es funktioniert. Es riecht doch ein bisschen nach Lack, aber jetzt nicht so stark wie die Permanentmarker. Ich bin zufrieden. Es haltet, es schaut gut aus und Kinder werden definitiv eine mega Freude davon haben.